Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Gehen wir aus dem Weg. In der letzten Folge haben wir uns Ifrit vorgeknüpft, den großen Geist des Feuers, und da war gerade ein Skill. Ich hoffe, es ist jetzt nicht verschwunden. Das wäre jetzt richtig nervig. Ach, wie ich das hasse, ne? So, jedenfalls. Wir machen uns jetzt am besten auf zum nächsten großen Geist, der mir bekannt ist. Ich glaube, der letzte große Geist, der mir gerade bekannt ist. Und zwar Sylph. Und ich hoffe wirklich, das taucht jetzt gleich nochmal auf, weil sonst werde ich echt angepisst. Sylph. Ja, gut. Gut reden. Wo war das Viech nochmal? Sylph, war das richtig? Ja, Undin haben wir, ne? Wo ist Sylph? In welchen Dingen war er mal? Lass mich mal kurz gucken. Ja. Tempel, ne. Haben wir ja letztes Mal gesagt. Verdammt, warte mal, ich muss mal kurz hier gucken. Sylph, hier. Wallerkopf-Mausoleum, so. Wo ist das Ding? Ich hoffe wirklich, das geht kommt gleich wieder. Weil sonst bin ich echt angepisst. Ja. Machen wir mal so lang. Nein, ich will jetzt das Skit sehen. Er regt mich auf. Er taucht sowieso nicht auf, ne? Wir laden jetzt hier nochmal. Fängt schon mal geil an. Ich weiß nicht, warum verschwindet das einfach und ich kann das nicht mehr nutzen, ey. Aufrufen. So, ich habe geladen und... Okay, das prüfe ich nachher. Naja, kommt das wieder und ich kann das wieder nicht aufrufen. So, warten jetzt hier. Ich bin hier hingegangen. Bin hier durch die Gegend gelaufen und... Mache eine... Das ist der Tür. Ach so, so. Ich... どうしたんですか。僕これ私に。ありがとう。早速使ってみてもいいですか。素晴らしいです。早速試し切りしてきます。 Okay. Kein Zutritt, nur für Personal. Brust. Okay, so viel dazu. Na egal. So, wenn wir das auch erledigt, jetzt können wir weitergehen. Zum Ballerkopf-Mausoleum. Weil da Sylph wartet. Hoffe ich. So, war da oben, wir müssen da lang, also gehen wir da lang. Macht Sinn, oder? Ja, okay. Also der Kampf gegen Ifrit ist ja jetzt nicht so schwer gewesen. Da war ich mir schon gedacht, er wäre irgendwie verdammt stark. Ach ja, die Steuerung. Ich vergaß. Ballerkopf-Mausoleum. Oh mein Gott, die schon wieder? Ich danke euch allen. Ich werde mein Bestes geben und mich von den Schwindlern nicht beirren lassen. Hey, da sind die Hochstapler. Tja, mehr ist hier nicht zu holen. Lasst uns zur nächsten Stadt gehen. Komm, wir hauen in eine rein. Wisst ihr, wie hoch wir gelevelt sind seit dem letzten Mal? Hey, ihr Hochstapler, wir machen uns jetzt vom Acker. Tschüss. Es tut mir leid. Sie ziehen immer noch diese Masche ab? Ja, ich glaube aber nicht, dass sie von Grund auf schlecht sind. Ehrlich, Colette, du bist einfach zu optimistisch. Okay, haben wir denen einen Namen gegeben? Ja. Sehr schön. Ne, der hatte, glaube ich, schon einen Namen, ne? Soweit ich das weiß. So, dann gehen wir jetzt ganz schnell rein, holen uns den letzten mir bekannten Geist. Und dann... Ach ja, das hier. Warte mal, da konnte man noch einfach so... Geht raus. Ihr habt doch keine Chance mehr gegen mich. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ah! Was? Was wollt ihr denn? Dann sehe ich doch mal gar nicht ein. Oh, Fähigkeit, geil. Demonic Frost. Sehr schön. Alles Klärchen.
So, was hat denn hier? Ja, schon immer hier? Ach ja, den habe ich glaube ich da hingepackt. Ne? So, au. Ganz langsam. So. Au. Mein Gott. Muss das sein? Oh, muss das sein? Komm doch echt auf mich zugerannt, als ob die denken würden, die hätten eine Chance. Was machst du da? Er springt einfach und macht gar nichts. Oh, nicht so viel TP verbrauchen, Mann. So. Aua. Ha. Ja, da dreht sie leer. So, hier ist Hilfe. Wo wir da reingehen, Zellos. Halt du uns mal. Das kannst du doch, oder? Warte mal, hier ist doch viel besser. Boink. Wow. Okay. Hat jemand noch hier neuer Tang? Ja, ich kann das Team gleich zusammensetzen. Wow, das war knapp. Ich war nur einen Schritt entfernt. China, wir zählen auf dich. Bei Silv. Zeig, was du drauf hast. Was? Was hat China jetzt gesagt? Was? Alles klar, komm mal raus. Spannung steigt. Hui, sieht aber schön aus. Und die anderen beiden auch. Was? Silphie, du bist eine Beschwörerin, nicht wahr? Wir, die Silph, haben bereits einen Pakt mit Mythos. Ich bin China. Bla bla bla. Pakt. Bla bla bla. Mythos aufheben. Aha, die Paktierin, Paktiererin ist endlich hier. Jutis. Fairies. Okay, lass uns deine Kraft testen. Okay, gegen drei Stück auf einmal. Läuft nicht erstmal mein Team. Egal. Mein Gott. Nein, du vielleicht. Habe ich eine neue? Ja, ich glaube schon, ne? Okay, wer sind denn hier am nervigsten aus? Sie hat ein riesiges Schwert, vielleicht die. Mein Gott, das wird nicht gut ausgehen, hab ich das Gefühl. Deine Zauber, die geht mir jetzt schon auf den Nerven. Okay, das ist gut. Aber die Fans bringt irgendwie nichts. Oh, die hat nur ein Schild. Der springt immer anstatt Dingens einzusetzen. Das nervt ein bisschen. Oh, ja. Und wir sind gleich tot. Also China. Einfach knapp. Halt uns doch mal. Für mich auch, wenn es geht. Aua. Mal jemand die analysieren bitte. Okay. Geile TP, wie konnte das denn passieren? Wie gesagt, das Gefühl, dass ich nie irgendwie einen Kampf im Griff habe. Er springt immer anstatt sein Ding einzusetzen. Oh nein, Gen ist tot. Ah. Ich hab viel, viel stärker als gefühlt. So, ich habe schon mal gleich. Ja, Zauber, das ist das, was ich sehen will. Warum hat jetzt wieder gemacht hat? Nee, ne. Das ist gerade von idiotisch. Ich werde nie im Leben irgendwie vernünftig viele Dinger zu sehen bekommen. So, einer ist weg. Weiß nicht. Kenn es. Eine Bogenschützin. Nurse, ja, super. Was? Hey! Was?
Habt ihr immer noch nicht analysiert? Was zum Teufel? Ich habe gerade gesagt. Analysiert die. Zack. Okay. Oh, meine TP. Echt höhere Level, damit ich mehr TP habe und so. Irgendwie so eine Fähigkeit, die nach dem Kampf meine TP erhöht. Aua. Aua. Ist gut, Mann. Er springt immer, wenn ich den jetzt einsetzen will. Sag mal, willst du mich... Ich noch Combo lieber einsetzen. Oh, Tidal Wave, sehr gut. Okay, der Kampf wird kurz, als ich gedacht habe. Ach, er hat kein Spiel. Trotzdem. Wow, Rising Wind. Sah gut aus. War nicht gut. Aha. Aha. Oh, richtig TP-spielige, kostspielige Attacken jetzt drin, ne? So. Sehr schön. Silph auch geplättet. Wow, du bist stark. Ich bin auch beeindruckt. Ja, wir gewähren dir deine Bitte. Leg dein Gelöbnis ab. Ja, ich möchte die beiden Welten... Ich möchte, dass die beiden Welten sich nicht gegenseitig opfern müssen. Verstanden. Aber bitte, brich deinen Schwur nicht. Wir möchten nicht noch einmal betrogen werden. Betrogen? Okay. Fuck. Achso, ja. Hey, Sylph, es muss mindestens 4000 Jahre her sein. Wie geht's? Gut seht ihr aus. Es ist schon lange her, nicht wahr? Es scheint, dass der Mana-Strom zwischen uns getrennt worden ist. Bingo, wir werden ja bald ein Erdbeben bekommen. Wir haben ja auch nur die Mana-Verbindung zerstört. Hoppla. Ja, das trifft den Kern. Dann bis später. Okay, man sieht sich. Ich finde aber noch komisch, dass Gnom so aussieht in dem Teil. Aber es hilft, gefällt mir. So in drei Variationen, sag ich mal. Hey, hey. So. Jetzt fehlt nur noch einer. Was? Glaubt ihr wirklich, dass Silverhand und Tetholoff immer voneinander getrennt sein werden? Wir ziehen das trotzdem durch, oder? Ja. Yeah. Aber wenn die Rayards nicht mehr funktionieren, nachdem wir den letzten Pakt geschlossen haben, werden wir in einer der beiden Welten gefangen sein. Die Bewohner von Mizuho möchten nach Silverhand ziehen. Es muss etwas geben, das wir tun können. Ich schlage vor, wir sollten ein paar Untersuchungen über die Auswirkungen einer Trennung der Welten durchführen, bevor wir den Pakt mit dem letzten Elementargeist schließen. Oh. Nein. Es scheint, als sei das Beben stärker geworden. Die Zeit muss zwischen den Unterbrechen des Mana-Stroms und den resultierenden Erdbeben ist auch kürzer. Vermutlich kämpfen die beiden Welten darum, sich zu trennen. Fallalten. Sealwind. Summonwind. Regentin der Elementare. Wow. Sehr gut. So, das Thema schon mal aufgegriffen ist. Was ist überhaupt nochmal unsere aktuelle Aufgabe? Ja, wir wollten doch hier zu Alishas Mörder gehen. Auf den Weg nach Altamira, genau. Vor allem, welcher fehlt denn noch, welcher Geist? Wir haben noch jeden hier. Ja, okay, Aska fehlt noch, ist klar, aber... Aska, der Elementar des Lichtes. Da weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Diesen verdorrten Baum war das doch. Die Linkerflöte. Da können wir vielleicht hingehen. Ob das gut ist, weiß ich jetzt nicht. Ich gehe weg. Das ist mein Titel ausrissen, würde ich mal sagen.
Legenden der Elementare, immer den neuesten einfach. So, und dann weiß ich nicht. Bisher, warum bist du so schwach gelevelt? Wie sieht es tech-mäßig jetzt so aus? Tempest Frost. Mass Devastation. Das kenne ich. Tidal Wave. Air Frosto. Ground Dasher. Ice Tornado. Ja, der hat noch. Sie jetzt könnte gerne mal ein paar neue lernen. Oder warte mal, Zellos. Was er so geil drauf beim Lernen. Dragon Rage. Fehlt nur ein Buchstabe, dann kommt Dragon Age. Hier, Regal, komm du mal rein. Für gar keinen Heiler. Ja, das ist auch sehr gut. Obwohl, du kannst ja einen Heilzauber, ne? Hier, Healer kannst du doch. Ja! Sehr schön. Alles läuft nach Plan. Ich will heraus. Ja. Oh. Boah, wie ich da so durchbrezel einfach. Aber nein. Warte mal. Nicht manuell. Wieso habe ich manuell auch? Ich wundere, warum er die ganze Zeit springt. Muah. Schon sagen, der ist doch vorher nicht immer so gesprungen, wenn ich nach oben gedrückt habe. Dann wird das ja unmöglich sein. Aua. Ich dachte, ich würde das schaffen. So. Wir müssen irgendeinen Baum suchen, umgeben von Berge. Aska, faszinierend. Okay, das ist eindeutig. なんとか捕獲して調べることができれば。あんたね、そんなことはさせないよ。コリンはそういうのが大嫌いだったんだ。ああ、分かってます。分かってはいるんだけれど、学術的興味が。ああ、これでアスカが逃げ出したりしなければいいんだけどね。Okay, das ist glaube ich ein bisschen eindeutig, wo wir jetzt hin müssen. Hä? Warum hat er immer noch sein Ex-Wehr hier verbunden? Was? Ja, Teta Holla, wo kommen wir da nochmal hin? Schauen wir uns hier mal um. Severn habe ich mich ja noch nicht umgeschaut. Was irgendwie in den letzten Folgen, wo ich irgendwie sinnlos durch die Gegend geflogen bin, nichts gefunden habe. Und daraus kommt man doch. Nee, das war die Menschenfarm. Was ist denn hier überhaupt? Hier ist irgendwas. Erinnerung an Corinne. あなた、随分積極的になったのね。以前とは大違いだわ。コリンのおかげだよ。コリンが私に勇気をくれたんだ。そうね。あの子は 私たちにとって大切な仲間で頼りになる友で。イビル、興味深い研究対象だったわ。あんたってやつは。Oh Mann, die beiden haben es jetzt irgendwie. So, wie komme ich jetzt nach Tetola? Ich weiß, bin unmöglich, aber egal. Wir müssen erstmal hier heilen. Hier war das ja, ne? Ja. Alles klar. Ich würde dann sagen, dann gehen wir mal nach Altamira. Weil die Sache mit den Elementargeistern scheint ja irgendwie die Story voranzutreiben. Was ich ehrlich gesagt nicht so gedacht hatte. Ich dachte, in Altamira müssen wir weitermachen. Aber anscheinend nicht. Machen wir das schnell, bevor ich dann nicht mehr zurück kann. Ich bezweifle zwar, dass das irgendwie so passieren wird, aber... Hier komme ich noch mal ein Tetola. Ah. Da ist der linke Baum. Was? Wieso weiß ich, wo der ist? Warte mal, warte ich da? Haben wir den schon gesehen? Das Spiel macht manchmal irgendwie gar keinen Sinn für mich. Obwohl es eigentlich nicht so schwer ist. Ich bin einfach nur ein bisschen blöd. Schützpunkt Silver und hier müssen wir hin.
Ich verstehe nicht, wie ich mich so verirren kann. Okay, da. Nee, da ist aber nicht da. Ah. Zum Teufel bin ich schon wieder. Stützpunkt Silverrand. Stell mich ein bisschen blöd an. Stützpunkt Silverrand, der ist. In der Wüste? Was? Da, mein Gott. Glaube ich. Was? Zeigt der rote Pfeil an, wo ich hin muss, oder was? Sag, wann das denn? Vielleicht kann ich mal kurz speichern, einfach so. Oh Mann, ich komme schon wieder überhaupt nicht klar. Die sagt mir, ich bin nicht der Einzige, der so verblöd durchs Spiel gegangen ist beim ersten Mal. Das würde mich ziemlich. Wir haben gar nicht 23 Uhr, was zum Teufel? Nach Tetrala, ja. Gehen wir schon mal nach Altamira. Okay, seit wann zeigt mir der rote Punkt an, wo ich hin muss? Ich dachte, das ist da, wo ich bin gerade. Er zeigt mir an, wo ich bin. Was zum Teufel? Ich höre einfach mal auf. Immer werde ich schon nicht verstanden haben oder so. Oder irgendwie. Okay. Wir müssen nach Altamira. Altamira, das war diese Freizeitparkstadt, ne? Kann ich jetzt hier hin? Fuck. I demand to land here. Nah. Ah. Altamira, das war hier. Ne. Das ist ein Haus. Soll ich mal hier vorbeischauen? Vielleicht gibt es da hier irgendwas zu tun jetzt. Hi. Ach nee, wir sind ja, glaube ich, gesucht, ne? Ne, ich kann mich doch hier reinschleichen, ne? Wie soll ich dem Patriarchen oder irgendwie so mal einen Besuch abstatten? Ja, abkürzen. Man muss ja gucken, wie sich hier. Vielleicht kann ich halt Kolosseum jetzt betreten. Genau, hier ist so ein Kolosseum. Also, na. Wenn ich dann, keine Ahnung, mach beim nächsten Part Altamira. Wird schon irgendwas passieren. Hoffe ich, glaube ich, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Hi. Abgelaufen, was? Gehen wir mal da zum Haupthaus hin. Vielleicht passiert ja irgendwas. Wir werden zwar, glaube ich, immer noch gesucht, aber. Nein. Hübsches Bild von hübschen Typen. So. Wir sollten das Schloss meiden. You don't say. Gleich hier. Presser war ja auch schon lange nicht mehr hier. Okay, wir werden immer noch gesucht. Stimmt. Hätte ja sein können, dass irgendwas hier passiert. Irgendwann mal. Na gut, dann. Ich sage, ich gehe jetzt hier raus noch. Speicher draußen. Kaufen wir mal hier im Laden noch. Oh, hi. Zubehörladen noch so, ja. Wasser des Lebens, kaufen wir mal ein paar davon. Ja. Ja, reicht. So, raus hier. Und auf nach draußen. Nach ganz draußen. Wahrscheinlich schon Dutzende Nebenquests und so. Immer sehen, wenn ich so an Tales of the Abyss denke, da hast du auch viele Quests gehabt, die nur in zeitlicher Begrenzung erfüllt werden konnten. Und ja, ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt,
jeden einzelnen Ort hier nach jeder Story Wandlung hier zu besuchen. Was? Weil dann wird ein bisschen zu lange dauern. Ich komme mit der, ich bin der rote Punkt, ne? So. Ja, aber ich fliege einfach so, da ist mir einfach zu blöd. Ja, wir machen es wie die Krabben, wir fliegen in der Luft. Weil Krabben, die fliegen auch so durch die Luft. Da muss es sein. Da. Alles klar. Dann gehen wir im nächsten Part da rein. Ich speichere jetzt hier. Und ja. Dann sehen wir mal, was da passieren mit. Was da passieren wird mit Regal und was weiß ich, was er da wollte. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.